einen der Seitenstreifen ein bisschen weiter runter geführt und ein kleines bisschen hier abgerissen in der Zwischenzeit. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das vorhatte. Ich weiß, zwischen dem vorletzten und letzten Stream wollte ich eigentlich schon sowas machen. Hab's dann aber irgendwie verplant. Jetzt habe ich das halt dann so nachgesetzt. Also ich habe nichts verpasst, ich habe nur abgerissen und eine Straße gebaut. Aber was ich jetzt noch vorbereiten möchte, gerade am Anfang, wo noch nicht so viele Live-Zuschauer da sind, ein Abtransport für die Warehouses hier. Wir haben ja schon einen Abtransport weiter oben. Irgendwo. Da, ganz oben. Den erweitere ich dann mal nach unten. Damit die Warehouses jetzt die nächsten Folgen über nach und nach geleert werden können. Weil die würde ich ungern sprengen. Könnte man ja nochmal gebrauchen, was da drin ist, ne? Wie man das als Sammler so sagt. Sammler ist da eine sehr nette Umschreibung. Die Seite von da nach da. Und okay, so wird das schon mal relativ schnell entleert. Also die Aluminiumplatten werden definitiv irgendwann noch gebraucht. Ja, ich muss mir mal eine Zerstöranlage überlegen. Ich glaube, es gibt kein Gebäude oder Container, das voidet. Oder? In diesem Modpack? Ganz, also im regulären Modpack, ohne dass man was dazu fügt. Muss ich mal schauen. Also falls ihr da was wisst, gerne her damit. Dann würde ich nämlich oben bei den Warehouses intelligente Ärmchen ranhängen, die dann diese uralt Rohre zum Beispiel vernichten. Also Kupferrohre, Steinrohre, Eisenrohre. Die brauchen wir echt nicht mehr. Was haben wir hier? Sand. Ja, okay, komm, sowas kann weg. Chrom eher nicht so. Das heißt, du darfst jetzt mal, während die Warehouses versuchen, sich zu leeren, darfst du das Warehouse bitte mal wieder füllen. Auch wenn das so ewig dauern wird. Ja. Ich glaube, ich entmülle mich einfach mal. So ein kleines bisschen. Und dann mache ich so. Dann spare ich dem Ärmchen da 5-6 Stunden Arbeit. Und Chat bestätigt gerade, nee, es gibt nichts, womit man zerstören kann. Okay, dann machst du ja eine halbautomatische Anlage machen. Das heißt, ich filter dann die Sachen raus, die ich wirklich absolut nicht mehr brauchen werde. Wie diese besagten Rohre, Untergrundrohre aus dem Material, das ich nicht haben möchte. Und und gewisse Abfallprodukte und die werden alle in die Kiste gelegt und die Kiste wird dann einfach regelmäßig zerstört. Das sollte dann auch schon passen. Entleeren oder erschießen? Ja, erschießen ist ja momentan meine Variante. Das heißt, ich tue es einfach in die Kiste, baller die Kiste kaputt und dann ist es weg. Das ist meine Art von Voiden. Was mit Entleeren jetzt gemeint ist, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich kümmere mich jetzt allerdings als nächstes um die drei Tanks. Hm? Ich hatte ja schon mal geplant, drei Tanks zu bauen. Ich weiß jetzt nicht, wo die großen Dinger geblieben sind. Die da. Ich brauche Steine. Die habe ich gerade alle auf den Boden gelegt. Mist. Ja, dann gehe ich kurz nach oben und hole mir Steinziegel. Um davon noch mehr zu bauen. Also nicht hier für Rawgas, da haben wir schon einen für, sondern für Naphtha in Zwischentank, für Fuel Oil in Zwischentank und für Base Mineral Oil in Zwischentank. Es kommt übrigens ziemlich wenig hier an, oder ist das, weil gerade, ja, Naphtha staut sich. Okay, was ist mit dir? Du siehst leer aus. Und du könntest auf der richtigen Höhe sein. Blip, blip. Also halbwegs richtige Höhen. Dann müssen wir die ein bisschen ummodeln. Dip.
Das sollte ich jetzt nicht sofort anschließen. Ich müsste eigentlich erstmal überprüfen, ob das Rohr hier nicht doch vielleicht irgendwo. Welches? Das links von mir, also von seiner rechten zu meiner linken. Ob da irgendwo noch Anschluss ist, der nur gerade nichts reinpumpt, weil von dem, was auch immer da drin ist, gerade nichts da ist. Hier unten ist eh nichts mehr, ne? Okay, nach unten hin schon mal sicher. Das heißt, ich check das Rohr nach oben, ob es irgendwelche Anschlüsse hat mit Restzeug, was vermischt sich könnten. Und wenn nicht, dann ist alles gut. Wenn ja, dann mache ich alles gut. Und so oder so muss ich ja nach oben, um die Steinziegel zu finden. Das sollte soweit also okay sein. Hoch. Da war auch keine Vernichtungsanlage. Ach Mist, ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Ne, ist alles gut. Uff, das Fließband, das schiebt mich mal weiter nach links, das ist verwirrt. Nö, ist sicher. Okay, das heißt, das ist jetzt ab sofort unser NAFTA-Untergrund-Lebenslinienrohr. Wie auch immer, da sind die Ziegel, die ich brauche. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Normale Lampen brauche ich hier nicht. MK1 Pols brauche ich auch gerade nicht. Eisenerz. Ja, das schaue ich dann bei Zeiten. Habe ich hier noch Steine? Ja, okay. Dann drei Petrochem-Gastanks, bitteschön. Und wieder nach unten. Währenddessen kann ich mir mein Käffchen hier gönnen, wenn ich da irgendwo noch. Extrem Multitasking. So. Auch eine Sache, die ich mir im normalen Let's Play nie zu Gemüte geführt habe. Also nebenbei Kaffee zu trinken oder so. Höchstens mal ganz diskret, wenn ich einen Kratzhals hatte. Aber jetzt im Stream da, ja. Sehe ich das entspannter irgendwie. Wo ist jetzt NAFTA? Da ist NAFTA. Okay, Rohr kann angeschlossen werden. NAFTA ist jetzt im Spiel in der Lebenslinie. Und NAFTA müsste auch hier irgendwo irgendwie hin. Weiß aus dem Kopf nicht mehr wohin. Da ist Plastik. Plastik scheint soweit okay zu sein. Nö. Es kommt da raus, geht da rein. Propen ist voll. Plastik ist voll. Liquid Plastik ist voll. Das wird gerade nicht verbraucht. Okay, es mangelt an Silicon Wafer. Nö, auch nicht. Es war nur zu viel von denen da. Das ist auch ein Problem, das ich ungern hätte. Mach da mal einen Puffer. Ist das okay, beide Seiten zu befüllen? Ich glaube schon. Dass sie das hier mindestens drei stackweise füllt, falls ich für den Eigenbedarf noch was brauche. Und allgemein für Leerläufe sind drei Stacks, glaube ich, ein ganz guter Puffer. Okay, das läuft also. Es fehlen Fünnelbretter, es fehlt Resin, es fehlt das Liquid Resin. Das Liquid Resin kam irgendwie von ganz hinten und das muss warten. Okay, nee, das hat alles nichts mit NAFTA zu tun. NAFTA war hier weiter oben. Da muss NAFTA ran. Ich guck mal auf der Höhe, was frei ist, aber ich bezweifle es doch stark. Unser NAFTA-Rohr ist, das ist Carbondioxid. Da ist unser NAFTA-Rohr. Das ist fast die richtige Höhe. Ich guck mal, ob ich das hier irgendwie rausgewuselt bekomme. Tipp, tipp.
Ja, es geht. Nur haben wir jetzt hier ein Problem. Das heißt, wir kommen jetzt hier runter. Ich muss mehrere Ecken einbauen, das mag ich nicht. Blub, blub. Na, es geht. Da hoch, da runter, da hoch, da. Fertig. Naphtha ist da. Damit haben wir das erste Chemical Flash Fuel hergestellt. Das Chemical Flash Fuel muss hier noch. Oh, da fehlen noch so viele Sachen. Aber ja. Positiv denken, positiv denken. Wir sind letztes Mal richtig gut vorangekommen. Also von da nach da. Blip, 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 blip. Flash Fuel kommt. Okay. Chat versagt. Wo du gerade die Rohre erwähnst, ich kann dir die Mod Picker Pipe Tools ans Herz legen. Die verhindert versehentliches falsches Anschließen von Rohren und hat zur Not auch ein Entleerungstool. Ja, das klingt praktisch. Aber gerade so praktische Sachen wollte ich ja nicht mehr ins Modpack einfügen. Ich habe ja sogar Squeeze-Through rausgenommen, damit es halt wirklich der Idee des Mod-Autors vollkommen entspricht, alles. Weil hätte er die Absicht gehabt, das einfacher zu machen, was jetzt Squeeze-Through und ähnliches angeht, dann hätte er das auch wohl gleich ins Modpack mit reingetan. Deswegen, erstmal nicht. Aber für ein privates Spiel ist das gut zu wissen. Oh, es wird auch noch erwähnt, dass ich mir mal den Stand an Brennstoff angucken sollte. Was ein sehr guter Hinweis ist, denn es wurden ja doch recht viele Gebäude gebaut in letzter Zeit. Also das hier ist schon mal ein gutes Zeichen, wenn hier überall Pellets rein können. Aber eine gestaute Kiste oben wäre natürlich noch viel lieber. Also eine Kiste voll mit Brennmaterial. Naja, nicht voll, aber ein paar Stacks Brennmaterial. Dass man da in Ruhe schlafen kann. Ja, das ist doch nice. 4100 Pellets. Ich hätte auch einfach hier gucken können, über die letzte Stunde verteilt. Wir stellen 207 Pellet pro Stunde her. Okay. Und wir verbrauchen 203. Also ist jetzt nicht so super. Das muss man schon sagen. Aber es geht. Es geht. Noch. Also der Hinweis kam wohl gerade rechtzeitig. Das heißt, ich müsste jetzt dran arbeiten, das ein wenig zu optimieren. Ich könnte eventuell hier nach und nach die CO2-Herstellung rausnehmen. Weil wir haben jetzt hier unten weitere CO2-Produzenten. Geo, das ist pro Minute. Ja, ist egal, ob es pro Minute ist oder pro Stunde. Es geht um den Unterschied zwischen dem hergestellten und dem verbrauchten. Und der ist halt nicht so wirklich groß. Ich hoffe jetzt dadurch konnte ich das noch ein wenig boosten. Das werde ich aber erst ein paar Minuten nachvollziehen können. Idealerweise wird unten so viel CO2 hergestellt, dass wir hier oben alles ausmachen können und alles an Charcoal zu Pellets verarbeiten. Aber ja, das müssen wir abwarten. Okay, wieder runter. Das sieht gut aus. Das Müllfließband sieht auch gut aus. Das sind alles Sachen, die wegsortiert werden. Und wegsortieren ist toll. Wenn man es nicht selber machen muss. So, Tanks. Ich hätte gerne einen. Wo sind die gelandet? Da unten. Könnte jeweils. Ich überlege gerade, wo ich die Tanks hinpacke. Ich habe hier noch so schön viel Platz. Ich glaube, ich mache einen Tank hier hin.
Und ein Tank dahin. Und wenn ich denn irgendwas davon anfange aufzunehmen, mach weiter nach rechts. Und wenn ich anfange mit irgendeinem der Flüssigkeiten da zu arbeiten, kann ich es entweder hier nach unten abzwacken oder nach oben. Je nachdem, also nach unten, wenn es eine größere Anlage werden soll. Und nach oben, wenn ich es denn hier quasi zwischen drösel. Also dich nach hier anschließen. Oh, genau, ich habe jetzt hier Fuel über. Ich kann die Fuel-Generatoren mal ausprobieren. Dann ist das hier sogar ein sinnvoller Ableger und so. Ich werde gleich ein paar Schritte nach links gehen und mir neue Rohre holen, keine Sorge. Aber fürs Erste sollten die hier schon mal angeschlossen sein. Damit die auch alle arbeiten. Abbrechen, abbrechen. So, Basement Royal. Das heißt, du solltest jetzt eigentlich durchgehend arbeiten. Oh, du hast noch kein Restmüll entfernen Gedöns drin. Dann nimm doch einfach mal eine große Kiste. Da. All Residual. Damit kann ich Residual Gas herstellen später. Und auch nur Residual Gas. Dafür bräuchte man Oil Steam Cracking 2. Und das braucht nur 50 Forschungstränke. Ich habe aber noch keine Idee, wofür ich Synthetic Gas brauche. Benzen zu Toluen. Toluen. Sagt mir nichts. Hauptsache, es läuft erstmal. Schauen wir, ob hier irgendwas nicht ganz so schnell läuft. Ja, das Multiphasic Oil wird nicht schnell genug hergestellt. Das heißt, das müsste jetzt erweitert werden. Ich habe aber nicht die Ressourcen, weil ich nicht noch Stahl dabei habe. Ich sollte es recht bald machen. Mehr Algenfarm hier aufbauen und das Ganze von hier erweitern auf mindestens die 3, wenn nicht sogar mehr. Das ist ein Dings mit Naphtha voll. Das sollte ich retten, ne? Das Naphtha. Methanolgas jetzt nicht unbedingt, aber... Das hier mal alles raus. Ach ja, eine Kiste mit Atomic Sensors Array. Das kann man auch mitnehmen. Hier hellblauen Tränken. Gut. Nicht aus Versehen kaputt machen, das Ding. Falsche Technologie angeschaut, sagt Usul. Habe ich? Achso, warte. Gas-Steam Cracking. Da ist Oil-Steam Cracking. Ja, kostet aber auch nur 50. Steam Cracking Naphtha to Synth Gas. Steam Cracking Mineral Oil to Synth Gas. Fuel Oil to Synth Gas. Man kann da so gut wie alles zu Synth Gas machen. Was ist Synth Gas? Was kann man damit machen? Also ich habe jetzt viele Rezepte gesehen, die das Zeug herstellen. Aber was macht man damit? CO2. Und Wasserstoff. CO2 könnte man nutzen, um halt oben das dazu entlasten. Das wäre okay. Also alles an Überschuss, was jetzt unten produziert wird, an... Fuel Oil und Base Mineral Oil könnte man zu Synth Gas machen. Synth Gas zu CO2. Ach, das ist CO, nicht CO2. Alles viel zu kompliziert hier. Methan, Ethan, Butan. Propan, Pentan. Keine Ahnung. Ja, da braucht man Synthesis Gas. Kann es mit
CO wieder zu Nafta machen. Fuel, Solid Fuel. Brauche aber alles extra Forschung. Ja, nee, das muss warten. So, ich lasse mich schon wieder viel zu sehr ablenken. Ich war jetzt wobei? Hierbei. Fuel Oil, Nafta Abtransport, alles gut. Ich wollte das Nafta von hier oben retten. Ich bräuchte dafür aber eigentlich einen Tank. Das heißt, ich nehme jetzt Tank Nummer 3.